Die Lieben da draußen. Medieval Dynasty geht weiter. Ich muss mal ganz kurz hier bei dem hier. Die haben gar keine Werkzeuge mehr übrigens hier. Der hat keine Axt mehr. Kriegt einfach mir Kupferäxte. Ich habe, glaube ich, auch eine Steinaxt. Habe ich auch noch gefunden gehabt. Bitte schön. Arbeiten. Aber die müssen beide was drin haben, ne? Es reicht nicht, wenn eine Kiste voll ist, oder? Ich krieg's ja immer noch nicht. Ich werde es irgendwann in ein paar Wochen dann lesen in den Kommentaren und dann sagen, toll. So, wo stehst du da? Irgendwo da hinten? Ich komme mal zu dir rüber, da guck ich mir mal an. Ah, der Sound der Pfeile, wenn die zischen, das wird schon richtig cool an. Das wäre doch ganz gut, wenn der Grabungsschuppen. Gehst du da gerade? Nö, ich stehe hier. Hier geht irgendeiner. Fällt dem ein. Wer ist das? Bitomir. Bitomir, ist das nicht unser Grabenschuppen, Fuzzi? Ja. Au! Lalalala! Achso, dem wollte ich auch was geben. Hier, was hättest du denn, wenn wir das hier oben hinbauen? Aber hier ist ein Weg, glaube ich, da dürfen wir uns gar nicht hinbauen. Ja, ich dachte hier so. Da, wo mein Esel steht ungefähr. Sekunde, ich muss dir mal ganz kurz ein paar Werkzeuge bringen. Nein, das nicht. Hier. Okay, so, ich komme wieder hoch. Was macht denn der Typ, der Boromir? Boromir. Aua. Lalalala. Da, wo der Esel steht. Meinst du, können wir aus dem setzen? Ja, direkt hinten dran, ja. Aber müssen wir aufpassen. Hier waren gerade eben Wölfe, die werden dann weg, glaube ich. Aber wir können es ja versuchen. Wäre jetzt nicht so schlimm. Bauen. Ah, nee. Bauen. Ach nee, das war jetzt Kuh. Kuh, Gebäude. Das. Jagdhütte 2. Und wenn wir den hier hinsetzen? Ja. Komm mal. Weißt du warum? Dann haben wir den noch als Sicht da hinten. Wir können auch drehen, wenn wir wollen. Also. Nö, das passt so. Keine Steine mehr da. Wie immer. Hast du gerade einen Weg dran gesetzt oder was hast du gemacht? Ja. Willst du auch mal Wege bauen, ja? Ja, wollte ich auch mal machen. 3 cm Weg. Juhu! I could eat a horse. Der Esel geht aber auch. Was kann ich denn jetzt essen hier? Ich hasse das, ey. Ich habe Heißhunger gerade. Schrecklich. Was braucht man denn? Holzstämme und auch Bretter oder nur Holzstämme? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Holzstämme gesehen. Ich gehe jetzt Holzstämme holen. Dann bringe ich mal noch Holzbretter und Stöcke und Stroh mit. Sicher. Weil ich glaube, Stufe 2 ist schon mit hauptsächlich Holzstämme und Bretter. Ich glaube, da ist gar kein Strom mehr dabei. Okay. Weil zumindest bei den anderen Sachen auch. Beim Nahrungsmittellager und bei der Werkstatt. Dann bringe ich nur Bretter mit.
Diesen Stamm, den ich gerade umgehauen habe, den kannst du locker, musst du den mit einem Bagger machen. Und das ist kein Scherz. Das kannst du mit einem Bagger machen. Der ist so schwer. Und den habe ich ganz gut gemacht. Den habe ich in meiner Tasche. In meiner Westentasche aber sogar. Dabei habe ich noch nicht mal eine. Ich könnte dir auch vorstellen, dass eine Gesäßtasche drin ist. Den habe ich mir analog. Was? Analog. Das sind ja Loks. Loks. Heute wurde ich nicht attackiert von irgendeinem Baum. Von irgendeinem Ent. Ey Mann, jetzt habe ich was noch mitgebracht. Wo nutze ich das denn jetzt? Holzstamm. Holzstamm kannst du raufbauen, wie blöd. Kannst du was? Aufbauen, wie blöd. Wir brauchen so viele Holzstämme. Ich habe keine mehr. Muss jagen gehen. Bleib hier, Stamm. Stirb, du Stamm. Du Schuft. Bewege dich. Oh nein, ich bin festgebackt. Nein! Kannst du mal mit dem Esel zu mir kommen? Dass ich auf den Esel draufsteigen kann? Ich bin festgebackt. Es gibt, wenn du Escape machst, eine Option, die heißt Befrei mich. Ah. Oh, cool. Wusstest du das vorher schon? Oder hast du es irgendwo gelesen in den Kommentaren oder so? Nee, das habe ich vorgesehen. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise passt du mal auf, ja? Ausnahmsweise passe ich mal auf. Lalalala. Oh nee, das war was anderes. Aber ich fand's schön. Ja, erstmal alles abholzen, wie sie's gehört. Damit auch nichts mehr hier spawnt von Tieren. Damit wir die Stadt noch weiter ausbauen können in alle Richtungen. Aber das ist eigentlich ein cooler Punkt hier, ne? Guck mal, du bist ja als Jäger und guckst auf die Stadt. Hilfe, Hilfe! Der Wolf frisst die Schafe! Kennst du die Geschichte? Klingelt gerade nicht bei mir. Mm. Aber das war nicht der Jäger, sondern es war der Hirte. Mit seiner Ziegenherde oder Schafherde. Und der ist dann auf die Weide gelaufen und da oben war es langweilig. Dann hat er einfach ins Tal runtergeschrien: Hilfe, Hilfe! Der Wolf frisst die Schafe! Und dann sind natürlich die ganzen Bauerbewohner, Dorfbewohner sind natürlich losgelaufen mit allem Gerät, was sie gefunden haben, um den Wolf zu vertreiben. Und dann hat er sie alle ausgelacht, weil sie da hochgerannt sind wie die Deppen. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Hilfe, Hilfe, der Wolf frisst die Schafe. Und wieder das gleiche Spiel. Mit Gabeln, Messern und Schaufeln sind sie da hoch und wollten den Wolf niederknüppeln. Und der Hirte lacht sich wieder einen ab und meint nur, ihr müsstet eure Gesichter sehen, wenn ihr hier hochrennt. Irgendwann ist es aber soweit. Und dann kommt da wirklich ein Wolf. Und dann schreit er ins Tal herunter: Hilfe, Hilfe, der Wolf frisst die Schafe. Und dann sagen dann die Einwohner, und wenn es, weil sie natürlich einem, weil sie nicht mehr glauben, weil er die ganze Zeit nur gelogen hat. Und dann sagen sie, und wenn es wirklich auch der Wolf ist, werden wir jetzt ihm nichts mehr zu Hilfe eilen. Und somit wird er selber vom Wolf gefressen. Ja. Die Moral der Geschichte, auch einem Lügner glaubt man nicht. Jetzt habe ich dir eine schöne Geschichte erzählt. Findest du toll, ne? Mhm, ist wunderschön. Ich kann dir noch mehr Kindergeschichten erzählen. Ganz, ganz viel auf Lager. Der Erklärbär oder was? Nein, ich mag Erzählonkel. Ich mag Geschichten. Nein, meine Axt ist kaputt gegangen. Habe ich noch eine zweite dabei? Yes, habe ich dabei. Die ist aber auch voll. Wir brauchen nur noch, glaube ich, 3 Stämme. Okay. 3. Ja, kommt.
Komm her, du! Er ist Fahnenflucht oder begangen. Dieser Schuft von Holzstamm. Dapp, dapp, dapp. Fertig. Perfekt. Ich habe da noch direkt schon mal drei Körbe hinten davor gelegt, weil ich das netter finde. Dann würde ich nämlich mal die Jäger umsiedeln. Hast du noch einen Stamm in der Tasche? Ja, ich habe einen ganz großen Stamm. ich meine kein Stümmeläschen. Ich meine schon einen richtigen Stamm. Für dich nicht. Da Eselchen, komm mal her. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar Sachen umsiedeln. Ich würde nämlich dann die andere Jagdhütte auch wieder abreißen. Warum? Vielleicht kommen dann da auch die anderen, die Rehe wieder. Meinst du? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Aber da brauchen wir es jetzt ja eh nicht erstmal. Aber der Manze geht gar nicht arbeiten da in der Nähe? Bisher haben sie nichts gemacht, glaube ich. Nix? Okay, das ist irgendwie krass. Ich habe die auch noch nicht mal gesehen, dahin laufen. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon, doch am Anfang habe ich die doch da gesehen. Ganz, ganz sicher habe ich die dort gesehen. Die Schwangere chillt lieber zu Hause rum, statt zu arbeiten. Mutterschaftsurlaub. Esel machen ja schon witzige Geräusche. Bin ich mir beim Esel hier hochgeritten? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich baue es früher regelmäßig auf den Reiterhof. Mhm. Hatten da immer so ein Beistellesen. Und immer wenn Besuch kam, hat er sich da voll durchgedreht. Rumgeschrien wie so ein Bescheuerter. Ich mag. Er fand es auch immer richtig doof, wenn eins der Pferde dann weg war zum Ausreiten oder so. Da hat er wieder rumgebrüllt. Ich mag Esel. Ich auch. Vor allem, wenn man selber einer ist. Kann ich die Punkte irgendwo vergeben? Bitte, bitte, bitte. Technologie? Ja, nee, vielleicht, ja. Wo ist denn das? Wo muss das nochmal hin? Das Tagebuch? Technologie war es, ne? Nee. Was denn? Fertigkeiten, ach Mann. Oder was war es denn nochmal, das Pfeifen? Gewinn, ich glaube beim ersten Gewinn und Maultier oder nee. Ah nee, das war beim dritten. Landwirtschaft. Naja, Mist. Dorfpfeife. Mist, Mist. Man muss mal ein bisschen was ansehen einfach. Wenn es der Winter rum ist, oder kann es auch jetzt im Winter, glaube ich, können wir im Winter ansehen. Ich glaube. Oh. Ansehen kann ich ganz gut. Ich guck zu, was ihr macht. Ich tue euch ansehen. Ja. Das solltest du es selber tun. Aussehen. So. Das habe ich gesucht. So. Ach. Mach dir nichts draus. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Bruder. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich im Real Life mal ein bisschen jagen. Richtung Kühlschrank oder so. Aber guck, dass du Leben wieder zurückkommst.
Ich weiß gar nicht, was die im Mittelalter für Probleme haben. Ich mache einen Kühlschrank auf und hab Essen. Hä? Was ist das für ein Problem? Karotten kannst du aussäen. Ja? Ja. Ist das egal wo? Naja, da wo gerade halt schon gedüngt ist. Alles was dunkel ist. Weil es sind hier schon Karotten ausgesät, aber im Schuppen sind noch hier 19 Samen. Eigentlich sind auch noch manchmal in Materiallager noch welche. Entschuldigung. Ach nein. Das sind auch einfache Säckchen mittlerweile. Das ist sehr schön. Oh, das hat er schön. Das hat er schön gesagt. Er sagt, der neben mir gerade steht, weiß nicht, wo er steht. Er sagt, ganz sicher gehört er hierzu. Oder lebt er hier? Finde ich ganz toll. Und er könnte trotzdem mehr arbeiten. Haben wir so ein Säckchen da irgendwo da in dem richtigen Gebäude oder muss ich da? In dem Feldschuppen sind. Hier kannst du auch stundenlang runterscrollen, ne? Wir haben so viel Zeugs hier drin. Vor allem ist es immer schön, wenn ich runterscroll und du bist auch gerade im Inventar und scrollst, dann scrollst du bei mir wieder an Anfang. Das ist ein geiler Bug. Background. Oh Gott, du bist ja echt am Scrollen wie ein Weltmeister hier. Sollen wir kurz schlafen gehen? Ja. Ich sehe sowieso nichts. Halt die Augen auf. Ich kann nicht schlafen gehen, warum? Hm? Jetzt geht's. Okay, keine Ahnung. Oh, Knochenbruch hier gerade. I need some water. Was I need das? Some. Hm? Was war das Knacken? Das war gerade mein Arm. Man wird nicht jünger. Wieso? Was meinst du? Ach, sorry, ich muss meine Zähne nochmal einsetzen. Ja. Oh, ich hab mich mit der Axt gehauen! Du müsstest tot sein, glaube ich, ne? Oh nein, oh nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Einfache Section muss ich nehmen, ne? Ja. Und Karottensamen. Wie viel nimmt man eigentlich? Ich hab was gearbeitet hier, du Fauler. Ich vertue mich da. Ich muss mal überlegen, wie das nochmal geht. Ich muss das Section in mein Inventar nehmen, ne? In die Hand nehmen. Dann Rechtsklick. Ah. Dann links auf die Feldsachen und dann oben, ganz oben bis die. Das Einzige, was du anwählen kannst. Wunderschön machst du das. Wunderschön. Müssen wir mal einen Samen? Hä? Wieso geht das hier nicht? Unbesät. Kann ich aber nichts machen. Oder muss ich das immer wieder. Nee. Geht nicht? Geht das hier? Hä? Hä? Wieso geht das nicht?
langsam ausgewählt. So, nochmal. Ich habe Section jetzt nochmal ausgewählt. Das, Märchen. Geht nicht. Geht das hier? Kannst du das machen? Ja, ich guck mal. Ich hol mal ein paar Samen noch. Kreuz. Was habe ich denn jetzt anders hier? Ich habe das Säckchen in der Hand. Ich bin beim ersten Haar, hat das auch ganz geklappt. Also, hast du alle Karottensamen jetzt? Ich habe alle Karottensamen genommen, ja. Okay, dann schmeiß mir mal ein paar runter, dass ich mal testen kann. Nee, ich habe nur eine genommen. Das ist das Problem. Ich wollte eigentlich alle nehmen. Okay. Gott, steh so, Mann, arbeite! So. Na, okay, das war das Problem. Ich wollte eigentlich alle nehmen und habe, glaube ich, wieder einfach nur sofort genommen. Ich muss mal niesen. Sekunde. Gesundheit. Da ich keine Mute-Taste drücken kann, müssen das die Leute auch drücken, weil das Stream Deck mal sich mal wieder deaktiviert hat. Mhm. Besteste Job, ey, total easy. Wo laufen die zwei hin? Guck mal. Hä? Hallo? Ich spreche gerade mit einer Mutter hier. Ja. Und sie sagt, hast du je in Erwägung gezogen, ein Kind zu kaufen? Ich könnte dir sogar eines umsonst anbieten. Oh je, was sage ich da überhaupt? Alter. Tut mir leid, ich liebe diesen kleinen Quälgeist mehr als alles andere auf der Welt. Ach, ist nur die, ich bin einfach todmüde. Kann mein Kleines einfach nicht beruhigen. Es will nicht schlafen, es will nichts essen, es lässt mich nicht schlafen oder essen. Ich habe gehört, dass Mohnsamen beruhigend wirken können, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Ja, ich kann dir welche bringen. Natürlich. Wo kriegst du Mohnsamen her? Keine Ahnung, vielleicht haben wir welche. Oh, ich habe keine Karottensamen mehr. Ansonsten wahrscheinlich in der Stadt. Schade. Hat sich ausgesät. Hast du mal im Feldschuppen nochmal geguckt? Waren das alle? Ja, wenn die alle, die waren alle zusammen. Oder haben wir die einzeln auch drin hier drin? Nö. Wo kann man sehen, was man einsäen kann, in welchen Jahreszeit? Auch wenn du Restik hast, wo du die Samen aussäst und wenn gelbes X dran ist, dann geht's nicht. Und steht dann immer auch nochmal dabei, in welchen Jahreszeiten du es anpflanzen kannst. Hier sind noch 47 Karottensamen drin. Wo? Bring die dir mal mit. Im im Materiallager. Aber bringe Stiere. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden. Die sind gerade zwei Leute von unseren Typen, also Mädel und Mann, sind hier gerade im Wald verschwunden. Was die bloß machen. Ja, noch mehr Babys. Verstehe ich nicht. Wo sind die denn hin? Wo bleiben die Samen hier? Ja, schon. Wo sind die denn hin? Ach so, die laufen den Weg, glaube ich, zur Jagdhütte hoch, kann das sein? Mhm. Kann sein. So, hier. Alle ablegen. Das Krankengigi. Warte, ich will mal ganz auf die Karte gucken. Verwaltungskarte? Ja, die laufen einmal außen rum jetzt. Schön den Weg lang.
Willst du das mal ganz was machen, damit ich mal ein bisschen ein Foto von dir machen kann dabei? I'm starving. Wieso kannst du das Action nicht rausschmeißen? Ich muss mir die Samen geben. Säckchen habe ich nur. Warte mal, wo ist die Sonne? Na, die muss andersrum. Andersrum stehen? Ja, genau. Toll machst du das, das sieht so gut aus. Oh Baby, mein Gott, bist du gut im Samen. Ich meine, im Samen ausgeben, das hört sich auch nicht gut an. Besamen. Die reichen die Möhren nicht, diese 7500, die wir da haben, ja? Nein. Ja, ja, die müssen alle weg. Noch eine Nacht, dann können wir nämlich die eh nicht mehr aussehen. Wo doch, Frühling geht noch. Da müssen wir auf jeden Fall wieder Flachs aussehen. Ja, das ist wichtig. Leinsamen. Aber wir haben bald keinen Platz mehr für Flachs, da, wenn du alles voller Möhren machst. Ja, das ist ja nächste Jahreszeit, kann man das ja ernten wieder. Wir haben ein paar Lakaien, die das dann umpflügen wieder. Ihr Pflug wäre noch eigentlich ganz cool. Ochsenpflug. Ja, alles von Hand selber hacken zu müssen. Ja, das ist ganz gut, dass dafür sind sie da. Die unnützen Menschen. Bauerngesindel. Bla 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 bla, die Olle, ey. Ich kann es nicht hören, wenn ihr so viel quatschen, die Frauen. Aber die Männer sind genauso schlimm, ey. Wenn ihr anfängt, über Politik zu quasseln, ey. Wolltest du nicht irgendwo noch ein Haus irgendwo hinsetzen? Ja, aber ich dachte, ich warte noch auf dich. Hier, da hier vorne, beim Dings, oder was? Beim Dings. Beim Wasser? Ja, da ging's nicht. Ging's nicht? Also ich hab halt gedacht, wenn dann gleich ein großes Haus, aber. Aber es ja. Du machst mal großes, ich nehme mal das kleine Haus. Wir gucken, gucke ich mal, ob ich hier was. Das ist das ganz kleine. Ist das ganz kleine, ja. Ja, ich meine, hier habe ich schon. Ist jemand. Nee, ich im Wasser kann nicht platziert werden. Und Venedig, hallo. Da ist es zu felsig. Mm-mm. Aber ich wollte eigentlich hier eins hinsetzen, jetzt nicht. Na 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 na. Mit deinem Haus tanzen. Es gibt den mit dem Wolf tanzt, ich bin der, der mit dem Haus tanzt. Wolf. Ich mach mal ein Päuschen am der Bank. Ja, jetzt, man kann hier keins mehr hinsetzen. Ich glaube, wir müssen mal langsam expandieren hier. Ja, wir müssen einfach mal andere Städte einnehmen. Ja, das hab ich ja gesagt gehabt. Ich würde gerne ein paar Leute fragen, ob sie vielleicht. Ja, dass wir sich verpissen können. Dass man hier nichts hinsetzen kann, ist voll eigenartig, ne? Mhm. Warum nicht hier? Was soll denn das? Und so, alles gut? Oh ja. Okay. Ihr Lieben da draußen, das war's. Tschüss.